Frank von Gigatech, was muss ein 200-Euro-Smartphone drauf haben? Das, was das Nokia 5.1 kann, das haben wir hier im Hands-On und das schauen wir uns jetzt mal an. So Leute, Nokia hat im letzten und in diesem Jahr vor allem mit Geräten von sich reden gemacht, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine sehr cleane und gut geupdatete Software aufwiesen. Das Nokia 5.1 macht hier keine Ausnahme. Zum einen erstmal, das Gerät ist seit Mai vorgestellt, zunächst im asiatischen Ausland als Nokia X5, jetzt kommt das Gerät als 5.1 auch hier nach Deutschland, also quasi als Nachfolger zum Nokia 5 aus dem letzten Jahr. Und das macht einen sehr, sehr guten ersten Eindruck. Es fühlt sich vor allem sehr, sehr gut an. Dazu kommen wir gleich. Als erstes ist hier natürlich als Feature, das zuerst ins Auge fällt, das Display zu nennen. Wir haben hier ein 2:1 Display mit einer Bildschirmauflösung von 2160x1080, also FHD+. Das ist ein IPS-Panel, ja, also kein AMOLED-Display, wie wir es auch bei vielen anderen Geräten momentan sehen. Trotzdem gibt es hier diese kleinen Abrundungen in den Bildschirmecken. Ihr seht das, das ist in erster Linie ein Designmerkmal. Eine Notwendigkeit wäre das jetzt nicht gewesen. Zum Display zu sagen ist, das ist sehr farbintensiv als IPS-Display. Display, hat auch sehr gute seitliche Blickwinkel, ist auch sehr hell, wenn man es besonders, wenn man es hell stellt, also gerade im Freien, bei prallem Sonnenschein, sehr gut abzulesen. Macht also einen guten Eindruck hier, das Display. War sicherlich eine gute Wahl, hier auch auf ein IPS-Panel zu setzen. Weil diese Display-to-Body-Ratio relativ hoch ist, weil auch das Bildverhältnis mit 2:1 eher ein schmaleres Display erfordert, ist das Ganze relativ kompakt. Ne? Früher waren 5,5-Zoll-Geräte, galten als sehr, sehr groß. Mittlerweile kann man sagen, das ist schon schön kompakt. Ohne jetzt ein Vergleichsgerät hier zu haben, würde ich sagen, das fühlt sich in der Hand ungefähr so an wie ein Galaxy S8 oder S9. Also, das kann man sich auch gut noch mal in die Hosentasche stecken und so mit einer Hand kann man auch einen recht großen Teil des Displays erreichen. Dann haben wir hier oben natürlich wie immer den Nokia-Schriftzug. Das ist ein Designmerkmal, das wird weiter verwendet. Hier ist die Hörermuschel. Hier auf der Unterseite haben wir so ein relativ breites Chin. Ansonsten findet sich hier nichts. Auf der Unterseite haben wir hier noch einen Micro-USB-Port. Das ist schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Schnellladestandards werden hier auch nicht unterstützt, was damit zu tun hat, dass hier ein MediaTek-Chipsatz drin ist. Dazu komme ich gleich. Das hier ist der Mono-Speaker. Der klingt ganz in Ordnung. Jetzt reißt keine Bäume aus in Sachen Sound. Also eine Party solltet ihr damit nicht beschallen. Aber um Fahrgäste in der U-Bahn zu nerven, reicht das sicherlich. Auf der rechten Seite haben wir hier ergonomisch aus meiner Sicht sehr, sehr gut gelegen. Die Power-Taste, die fühlt sich auch gut an. Hier direkt darüber die Lautstärke-Wippe. Auch hier sehr schöne Druckpunkte, muss ich sagen. Tasten können sie. Auf der Oberseite haben wir hier noch einen guten alten 3,5 mm Klinkenport, damit ihr auch eure Kopfhörer anschließen könnt. Und hier auf der linken Seite haben wir gleich zwei Slots. Das hier unten ist der Slot für die MicroSD-Speichererweiterung. Offiziell gehen da bis 128 GB zusätzlich rein. Das ist auch bitter nötig, dazu gleich mehr. Und hier oben haben wir einen Dual-Nano-SIM-Slot. Das bedeutet, dass bei diesem Gerät, nicht wie bei vielen anderen Geräten auch in dieser Preisklasse, ein Kombi-Slot verbaut ist. Ihr könnt zwei SIM-Karten parallel und eine Speicherkarte verwenden. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr gute Sache. Auf der Rückseite hier, das ist eine 16-Megapixel-Kamera, die macht, ich sag mal, so unterdurchschnittliche Bilder. Wir haben es mal ausprobiert. Immerhin HDR-fähig ist sie. Der HDR-Modus braucht aber eine lange Zeit, um auszulösen. Das hier ist noch ein Fingerabdrucksensor und ihr seht das schon, das ist hier so anoxiertes Aluminium, 6000er Aluminium. Das ist relativ robust, macht wirklich einen guten Eindruck. So, und was ist jetzt hier noch zu sagen? Zum einen ist hier ein MediaTek-Prozessor drin verbaut. MediaTek, das war früher nicht unbedingt ein Garant für Leistung und Energieeffizienz. Was die Energieeffizienz angeht, dazu kann ich jetzt nichts sagen, aber dieser MediaTek Helios P18, das kann man schon sagen, naja, das ist jetzt schon eher so am unteren Rand des Leistungsspektrums. Obwohl es auf dem Papier eigentlich ganz gut aussieht, da sind 8 Kerne integriert, die mit bis zu 2 GHz takten, aber ihr seht das schon hier auf dem Homescreen, das ist jetzt nicht gerade ein Musterbeispiel an Flüssigkeit, obwohl hier Android 8.0 schon eigentlich sehr flüssig ist, aber gerade wenn man hier links auf den Google Now Screen wechselt, dann merkt man schon, das ist so ein bisschen ruckelig. Hier im Einstellungsmenü zieht das nicht ganz so stark nach. Da haben wir auch schon schlimmere Geräte gesehen. Aber wie gesagt, ihr solltet jetzt hier keine Wunder in Sachen Leistung erwarten.
In Sachen Speicher haben wir hier 2 GB RAM drin. Das ist so auch, naja, ich sag mal, nicht sonderlich zukunftssicher. Für jetzt reicht es gerade noch so. 16 GB interner Speicher. Das ist auch sehr wenig, aber den kann man, wie gesagt, erweitern mit der MicroSD-Speicherkarte. Und das solltet ihr auch tun, ansonsten werdet ihr hier sehr schnell an Grenzen stoßen. Es wird zu diesem Gerät noch eine etwas größere Version geben, eine 3 GB RAM mit 32 GB Speicherversion. Aber diese kleinere Version, die ist jetzt erstmal im Handel und wird um die 200 Euro kosten. Und 200 Euro, das ist sicherlich auch eine der wichtigsten Features von diesem Telefon, der Preis. Denn für 200 Euro ist das schon mal ein Produkt, das man sich wirklich gönnen kann. Ansonsten findet man da viele Geräte von Honor und von Huawei in dem Bereich. Aber hier beim Nokia 5.1 ist einer der großen Vorteile gegenüber der Konkurrenz die Tatsache, dass hier Android One drauf ist. Bedeutet Stock Android ohne große Spielereien, ohne große Anpassungen. Lediglich die Kamera-App wurde hier verändert. Und dazu eine Update-Garantie. 2 Jahre größere Android-Versions-Updates und 3 Jahre Sicherheits-Updates. Falls ihr ein Gerät sucht, das ihr mal in den Club mitnehmen könnt oder das ihr guten Gewissens euren Kindern geben könnt, ist das Nokia 5.1 sicherlich eine gute Wahl. Kostet nicht allzu viel. Mit 200 Euro wird sicherlich auch noch ein bisschen günstiger werden. Und so viel erstmal zu diesem durchaus sehr schönen und sehr kompakten Gerät. Als Gerät in der 200-Euro-Klasse macht das Nokia 5.1 definitiv vieles richtig. Das ist zumindest so mein erster Eindruck. Hat ein tolles Display, ist super verarbeitet. Vielleicht nicht ganz so eine tolle Kamera und auch die Arbeitsgeschwindigkeit ist jetzt nicht die beste. Und vor allem das mit dem internen Speicher. 16 GB, das ist heutzutage ein bisschen wenig, 2 GB RAM auch. Aber man muss es ganz klar sagen, wer sich ein Smartphone für 200 Euro kauft, der weiß, dass er halt hier und da ein paar Abstriche macht. Und dafür ist das tatsächlich doch ein ganz gutes Gerät. Das erinnert mich so von seiner Ausrichtung her ein bisschen an das originale Moto G. Deswegen, wenn ihr was in der Richtung sucht, vor allem in dieser Preisklasse, ist das sicherlich eins der Geräte, das ihr in eure engere Wahl ziehen solltet. Zumal mit Android One ja auch eine langfristige Update-Versorgung sichergestellt ist. So viel erstmal zum Nokia 5.1. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal, gerne auch mit diesem Klingelsymbol, dann verpasst ihr keins der Videos. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!